Lieben, ich habe heute ein neues Video für euch. Endlich mal wieder sitze ich hier und quatsche einfach mal ein bisschen mit euch. Hatte ich gerade sehr, sehr große Lust zu. Und da habe ich überlegt, was ich denn mal für ein Videothema machen könnte. Und da hatte ich besonders Lust, euch mal einige Favoriten von mir momentan zu zeigen. Allerdings sind es jetzt gar keine Beauty-Favoriten, wie ich festgestellt habe. Denn irgendwie habe ich gar keine neuen Beauty-Produkte mehr zugelegt. Deswegen sind das jetzt eigentlich alles nur Lifestyle-Favoriten. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich habe auch noch einige neue Kategorien hinzugenommen, im Gegensatz zu meinem letzten Video. Das kann ich euch auch nochmal unten in der Infobox verlinken, falls ihr da Interesse habt, das zu sehen. Ja, und ihr habt mir da geschrieben, falls ich noch neue Kategorien hinzufügen möchte, dann sollte ich doch mal Bücher hinzunehmen und Musik. Und genau das habe ich jetzt getan. Das fand ich nämlich echt eine gute Idee. Also vielen lieben Dank an euch, die, ich kann nicht mehr reden, an euch, die ihr mir da neue Vorschläge gemacht habt. Ja, und dann würde ich sagen, quatsche ich auch nicht zu viel, sondern lege direkt los. Und wir fangen an mit Lebensmitteln, genau, weil Lebensmittel... Essen ist ja immer das Beste, ne? Also, das Erste, was ich euch zeigen möchte, ist jetzt aber ein Getränk vielmehr. Und zwar ist es eine Teesorte von Milford, die Brombeere-Himbeere-Teesorte. Oh. Ich glaube, ich habe schon zu lange keine Videos mehr gemacht, wo ich einfach nur so quatsche. Auf jeden Fall ist es die und ich stand ja irgendwie schon den ganzen Sommer total auf Himbeeren. Das war irgendwie so meine... neue Entdeckung des Lebens, ich weiß nicht. Ich habe nie vorher Himbeeren gegessen, aber dann hatte meine Mutter einmal Himbeeren gekauft und die waren echt so unglaublich lecker. Ich habe mir die dann immer ins Müsli, also in den Joghurt so gemacht. Und ja, das war echt ja, mein Favorite diesen Sommer. Meine Mutter hat wirklich 1000 Stück neue Himbeerpackungen nachkaufen müssen, weil ich die immer so schnell gegessen habe. Und ja, jetzt habe ich hier diesen Thema ausprobiert, Brombeere und Himbeere. Und ich muss sagen, dass der auch echt total lecker ist. Also falls ihr so auf Früchte-Teemischungen steht, dann probiert den auf jeden Fall mal aus. Der ist echt, ja, genial. Und dann habe ich noch ein Müsli, was ich euch zeigen wollte. Und zwar ist es von Alnatura. Das Heidelbeer-Joghurt-Müsli, da könnte man jetzt, ich mag Heidelbeeren nicht gerne, muss ich vorab sagen, also so normale. Hier sind allerdings, ich frage mal, wie ich euch das zeigen kann, das sieht man ein bisschen schlecht, weil das hier so ringsherum mit Farbe ist. Ich werde euch das einfach mal irgendwie einblenden in der Kamera, glaube ich. Ja, oder vielleicht seht ihr es hier so. Auf jeden Fall sind da Rosinen drin, Haferflocken, getrocknete Heidelbeeren, die aber sehr gut schmecken. Und so ein paar Körner irgendwie auch. Aber das war jetzt so der Hauptbestandteil. Auf jeden Fall ist es wirklich total lecker. Und ich liebe ja eh Rosinen im Müsli. Und deswegen, ja, finde ich das perfekt. Und falls ihr da auch auf sowas steht, dann solltet ihr das auf jeden Fall mal ausprobieren. So, eben wieder zugemacht, damit mir das nicht alles hier um die Ohren fliegt. Dann habe ich noch etwas recht Gesundes, sage ich jetzt mal. Und zwar habe ich von Alpro, habt ihr ja vielleicht bei Instagram gesehen, falls ihr mir da folgt. Da habe ich ja schon vor langer, langer Zeit mal ein Foto gepostet von den Schokopuddings von Alpro, Soja-Schokopuddings. Das heißt, sie sind ohne tierische Zusatzstoffe oder, ja, die sind auf jeden Fall rein pflanzlich und halt auch keine Milch. Das ist laktosefrei, dieser Joghurt. Und der ist wirklich unglaublich lecker. Also ich hätte das nicht gedacht. Da gibt es drei Sorten. Es gibt Weiß, gibt es glaube ich. Also genau, Weiß. Vanille, Milchschokolade und dann gibt es auch nochmal dunkle Schokolade. Und ich hatte jetzt schon dunkle Schokolade und diesen hier. Und ich finde, der dunkle Schokolade, der schmeckt halt wirklich nochmal intensiver. Also der ist süßer. Der schmeckt wirklich... Das ist einfach die Schokoladenbombe, nenne ich es jetzt mal. Und der hier, der hält sich so ein bisschen mehr zurück. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den anderen leckerer finde. Also ich finde den genauso lecker eigentlich, den Vollmilchschokolade. Und ich schmecke da wirklich keinen Unterschied zu normalem Schokopudding, der mit normaler Milch gemacht wurde. Also wirklich nicht. Und ich bin da eigentlich echt pingelig. Also ja, ich kann euch den echt nur ans Herz legen. Der ist echt, ja, sehr, sehr lecker. Und ja... Auch noch dafür, und dafür, dass er jetzt hier so ein richtig richtiger Schokopudding ist, hat er nicht mal so viele Kalorien. Also ein so ein Ding hat ungefähr 110 Kalorien. Also, hallo? Das ist ja wohl wirklich nicht viel für so ein ganzes, für so eine ganze Schokoladenbombe. Also, ja, guckt euch den an, falls ihr auch auf Süßes steht wie ich. Und dann auch ein totaler Food-Favorit. Favorit.
von mir, sind jetzt wieder Mandarinen. Es ist ja jetzt wieder Mandarinenzeit, Herbstzeit, Winterzeit ist Mandarinenzeit. Und ja, die sind jetzt wieder überall in den Geschäften und die mag ich auch total gerne. Einfach mal so zwischendurch, ist wirklich richtig schön erfrischend und kann man sich auch gut ins Müsli machen, das mache ich auch immer. Ich schneide mir eh irgendwie sämtliches Obst in mein Müsli rein. Und ja, das sind die. Und dann noch ein allerletzter sind die Belvita Frühstückskekse. Da hatte ich ganz früher schon mal die, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, die mit, was sind, irgendwie so mit Beeren oder so sind die gewesen, Himbeeren oder so, ich weiß nicht, die hatten irgendwie so Beeren drin, Fruchtstücke mit drin, aber jetzt habe ich die hier ausprobiert und die sind wirklich noch, nochmal lecker, muss ich sagen, also die schmecken wirklich unheimlich gut. Honig und Nüsse ist das jetzt und da ist, zwischendurch sind hier auch immer so ganz, ganz kleine Schokoladenstückchen drin in den Keksen und die sind, machen das Ganze noch mal leckerer. Also ehrlich, die sind echt super, super toll. Einfach mal so für zwischendurch, ja, dann muss man sich nicht mit sowas ganz ungesundem zustopfen, sage ich jetzt mal. Ja, und das war es jetzt auch schon mit den Food-Favoriten. Dann geht's weiter mit der nächsten Kategorie. Das Einzige, was ich ja wirklich an der kalten Jahreszeit mag, sind die Schals. Also da muss ich ja ganz ehrlich sein, ich ziehe den Frühling und den Sommer sonst immer jeder Jahreszeit vor. Aber das Gute im Herbst sind wirklich die Schals, weil ich total der Schalfreak und Fanatiker bin. Und ein Lieblingsschal von mir ist dieser hier. Das ist dieser beige mit pinken Herzen. Finde ich super, super süß. Habe ich von Bijou Brigitte, aber die haben jetzt auch momentan ähnliche bei Primark, die fast genauso aussehen. Und dann noch so ein richtig dicker Wollschal, wenn es wirklich richtig, richtig kalt ist, ist dieser hier. Der gefällt mir auch sehr gut. Ich stehe total auf diese ja, Schals, die so ein bisschen aussehen wie die von Burberry, genau. Die habe ich immer schon gemocht und da musste der auch auf jeden Fall mit, als ich den bei H&M gesehen habe. Jetzt ganz aktuell ist der da für 15 Euro, glaube ich. Und dann noch ein Schal, auch von H&M aktuell, ist auch noch ganz gut. Falls ihr den jetzt auch schön findet, dann könnt ihr den ja sogar vielleicht nachkaufen. Das ist in diesem ein bisschen so Aztekenmuster, würde ich jetzt sagen. Braun-beige und dann hat er noch so ein bisschen pink mit drin. Finde ich auch sehr hübsch und das ist jetzt einfach so ein langer, also kein quadratischer oder auch kein Schlauchschal, sondern einfach nur so ein langer Schal. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich diese Kategorie genannt habe oder nennen werde, aber was zu dieser Kategorie auf jeden Fall gehört, ist meine Wärflasche. Die ist nämlich eigentlich bei mir immer täglich im Gebrauch im Herbst und Winter. Das sieht bei mir eigentlich immer gleich aus. Wenn ich von irgendwas nach Hause komme, dann ziehe ich mir meine Jogginghose an, mache mir einen Tee und meine Wärflasche und dann lege ich mich damit aufs Bett und gucke am Laptop irgendwelche Sachen rum. Also ja, so sieht eigentlich immer der Ablauf aus. Und ich liebe einfach Wärmflaschen. Die sind so schön kuschelig und da fühlt man sich so wohl mit. Also ich bin echt total der Wärmflaschenfreak. Und diese jetzt hier ist von Primark. Die habe ich mir letzten Winter da gekauft. Da haben sie wahrscheinlich diesen Winter auch wieder welche. Könnte ich mir auch nochmal neu zulegen, aber eigentlich ist die ja noch ganz gut mit den Bümmelchen hier vorne dran. Und ja, schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr auch so auf Wärmflaschen steht jetzt um diese Jahreszeit. Und dann habe ich noch als einen Favorit, auch vom Primark, fällt mir gerade auf, eine Kerze. Und zwar ist es diese süße Eulenkerze. Die finde ich echt unglaublich süß und putzig. Und die, ja genau, hättet ihr vielleicht gar nicht gedacht, dass es eine Kerze ist. Aber es ist eine, wie ihr seht. Das ist, den Kopf kann man abnehmen und dann hat man eine Kerze. Und ich finde, die sieht echt recht hochwertig aus. Also nicht irgendwie so wie Billigkram und... Ich ärgere mich jetzt im Nachhinein sogar, dass ich da nicht eine zweite von mitgenommen habe, aber vielleicht komme ich ja demnächst nochmal zu Primark und dann kann ich da nochmal zugreifen. Das ist einer von Sally Hansen. Das ist die Farbe, steht sie denn? 330 Pedal to the Metal. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall, das soll sich wahrscheinlich reimen, aber Pedal to the Metal. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es diese schöne Farbe ja ganz, ganz schwer zu beschreiben, finde ich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So ein bisschen ganz, ganz hell lila, aber dann noch mit Silber mit drin. Ich blende euch den am besten auch nochmal aus der Nähe irgendwie ein. Auch sehr, sehr schön. Und von Sally Hansen finde ich auch die Pinsel echt immer total... Ach, kriege ich es mal auf. Total super, weil die nämlich echt so schön dick sind. Könnt ihr das sehen? Ja, ne?
Also, ich glaube, Sally Hansen gibt es ja jetzt auch im DM. Meine ich schon. Und ja, kann ich nur empfehlen, diese Farbe. Ja, eigentlich war ich ja nicht so der Serien-Junkie, Serien-Freak. Aber ihr habt mir die Kategorie auch vorgeschlagen. Und da ich jetzt momentan endlich mal eine Serie angefangen habe zu gucken, dachte ich mir, nehme ich die auch mal mit rein. Und zwar ist es die Serie One Tree Hill. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt einige von euch schon kennen, weil die ja auch schon älter ist. Ich bin da wieder, Jahre hinten dran, aber besser spät als nie. Aber das ist eine ganz, ganz coole Serie. Hat sehr viel Ähnlichkeit mit OC, wie ich finde. Also, da geht es auch um so eine Jugendclique, die sind auf der Highschool. So ungefähr. So eine Handvoll Mädchen und so eine Handvoll Jungs. Und der Sport Basketball spielt da eine ganz, ganz große Rolle in der Serie. Aber ich bin jetzt auch nicht der Basketball-Fan, aber das macht eigentlich nichts aus. Weil zwei von den Hauptfiguren, die spielen halt Basketball und da werden dann halt oftmals die Spiele von gezeigt in der Schule und so. Und die Hauptfiguren sind Halbbrüder, verstehen sich erst nicht, aber freuen sich dann doch an. Ja, dann gibt es natürlich noch so Mädchengeschichten zwischendurch. Es gibt auch weibliche Hauptfiguren, die spielen dann halt auch eine Rolle. Die kommen dann, dann gibt es da so Beziehungen. Dann gibt es natürlich auch wieder Betrüge? Nein. One-Night-Stands, genau. Und Betrüge, der Betrug. Das hört sich irgendwie gerade komisch an, aber ich glaube, es wird schon so sein. Naja, auf jeden Fall gibt es da halt dann wieder so ein Drama. Also irgendwie alles so ein bisschen ähnlich wie bei OC. Zuerst einmal habe ich im Urlaub ganz, ganz viel am Strand, als ich da lag, das Album von Ellie Goulding gehört. Ich kann den Namen nicht aussprechen, deswegen schreibe ich es euch hier hin. Auf jeden Fall ist das ihr Album von 2012. Und ich werde euch auch nochmal ein paar Lieder daraus unten in der Infobox verlinken, soweit ich sie hier auf YouTube finden kann. Und ich nenne euch mal meine Lieblingstitel, die habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Falls ihr das Album auch habt oder es euch kaufen werdet, dann könnt ihr ja besonders in die Titel mal reinhören. Also meine Lieblingslieder sind Nummer 1, 4 und eigentlich ab Nummer 10 alle Lieder. Ja, und dann noch ein Interpret ist Beyoncé. Also sonst war ich überhaupt nicht der große Beyoncé-Fan. Ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, habe ich mich da nie mit beschäftigt mit der Sängerin. Aber dann habe ich auf YouTube durch Zufall ein paar Live-Versionen von ihr gehört und die waren echt, Bombe, sage ich mal. Also die singt echt unglaublich toll, diese Frau. Und live hört sich das echt 10-mal besser an noch, finde ich. Ich habe da mir auch Lieder runtergeladen hier auf YouTube mit diesem YouTube-Converter und die dann auch dauernd im Urlaub gehört am Strand, als ich da lag. Und besonders hat mir da die Live-Version gefallen von If I Were a Boy und Best Thing I Never Had. Genau. Und die verlinke ich auch in der Infobox. Die gibt es ja hier auf jeden Fall auf YouTube. Hört sich wirklich so, so gut an. Also jetzt kann ich das echt mal verstehen, dass manche unbedingt auf ein Konzert von der wollen, weil das fände ich auch echt, das wäre echt cool. Das ist auch eine ganz, ganz spannende Kategorie, finde ich. Und zwar habe ich auch urlaubsbedingt diesen Monat recht viel gelesen. Also sonst komme ich eigentlich leider nie dazu. Ich weiß nicht. Oder beziehungsweise ich gucke dann lieber abends Videos im Internet, anstatt zu lesen. Ist auch ein bisschen schlecht, aber so ist es meistens leider. Aber im Urlaub am Strand konnte ich sehr viel lesen. Und da habe ich zum einen von Veronika Roth die Bestimmung gelesen. Das ist auch schon in Amerika, glaube ich, ganz, ganz gehypt. Da nennt sich das Buch Divergent. Ich habe das Buch jetzt an sich leider nicht hier, weil ich den ersten Band halt davon ausgeliehen hatte in der Bücherei. Aber ich habe mir jetzt direkt schon den zweiten Band gekauft und damit ihr auch ein bisschen was zu gucken habt, dachte ich mir, zeige ich euch den einfach mal. Der erste Band ist dann einfach hier mit Blau auf dem Cover. Und der zweite Band nennt sich Tödliche Wahrheit und der erste, weiß ich gar nicht, was da stand. Aber das findet ihr auf jeden Fall, falls ihr das irgendwie sucht im Internet. Das Buch ist eigentlich ziemlich ähnlich zu dem Buch Die Tribute von Panem. Also wer das gemocht hat, für den ist das auch auf jeden Fall was. Es ist also auch eine Dystopie. Und da geht es eigentlich hauptsächlich um die Protagonistin Beatrice. Die ist 16 und die muss sich jetzt entscheiden. Es gibt nämlich in dem Buch 5 Fraktionen, also die Welt, sage ich jetzt mal, oder das Land, ist in 5 Fraktionen verteilt. Es gibt die Ferox, die Amite, die Altruan und dann noch zwei andere, Ken gibt es noch und eine Fraktion gibt es noch. Auf jeden Fall sind das dann so verschiedene Völker, kann man sich das vorstellen. Die leben alle nach bestimmten Lebensweisen. Die einen, die sind besonders mutig, die anderen, die sind besonders hilfsbereit, die anderen, die sind besonders ehrlich, die anderen, die sind besonders wissbereit.
gierig und wissensdurstig und schlau dann halt. Ja, und die leben halt alle so zusammen auf der Welt, diese fünf Fraktionen. Und mit 16 Jahren ist es dann so, dass man dann einen Test machen muss und da wird dann geguckt, ob man wirklich zu der Fraktion gehört und da bleibt, bei der man momentan ist, oder ob man eine andere Fraktion angehört. Genau. Und bei allen kommt da eigentlich dann auch ein Ergebnis raus, außer jetzt bei Beatrice, bei ihr kommt kein eindeutiges Ergebnis raus und das bedeutet dann, dass sie eine Unbestimmte ist. Ja, und das ist sehr gefährlich und das verheimlicht sie auch zunächst. Es kommt dann zum Tag der Wahl, wo die 16-Jährigen wählen können, ob sie in ihrer Fraktion bleiben oder ob sie in eine andere gehen. Und sie entscheidet sich dann für eine andere, weil sie unbestimmt ist und es nicht wirklich weiß, wo sie hin soll. Sie ist auch bis zur letzten Sekunde noch unsicher, wo sie überhaupt hingehen soll. Und da ja, geht das dann erst richtig los in dieser anderen Fraktion. Also ich kann jetzt nicht so viel verraten, aber es ist sehr, sehr spannend, was da alles dann passiert. Und da gibt es dann auch noch so eine kleine Liebesgeschichte, natürlich noch so ein bisschen eingestreut. Und ja, hat mich wirklich total gefesselt, das erste Buch. Und deswegen, ja, weil es das zweite leider noch nicht auszuleihen gab in meiner Bücherei, habe ich mir das zweite dann jetzt kaufen müssen, habe ich die 18 Euro investiert. Ja, und da freue ich mich schon sehr drauf, das zu lesen. Ich glaube, das waren jetzt auch alle meine Kategorien. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es waren einige Anregungen dabei, sei es jetzt im Bereich Essen oder Bücher oder Musik oder was auch immer. Ihr könnt mir ja mal gerne schreiben, was eure momentan Bücherfavoriten sind oder auch Musik oder Lebensmittel. Eigentlich interessiert mich alles. Also schreibt mir das in die Kommentare bitte, bitte, wenn euch da was einfällt. Ich lese das sehr, sehr gerne. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Tschüss!